Wir erleben jetzt eine Premiere, das erste Interview mit Turbine-Cheftrainer Bernd Schröder im neuen Haus der Vereine. Ist gerade fertig geworden und Sie sind auch gerade eingezogen. Also ich bin noch nicht richtig eingezogen. Man sieht es ja schon, es ist noch ein bisschen kahl, weil ich nicht diese Hektik mitgemacht habe mit meinen Kollegen hier, die natürlich bisher alles rübergeräumt haben. Aber wir haben natürlich eine sensationelle Umgebung jetzt. Wir fühlen uns sehr wohl und ich hoffe, dass dieser Wohlfühlcharakter auch, sag ich mal, auf die Mannschaft, auf die Leistung der Mannschaft und des ganzen Vereins umschlägt. Auch der Wellnessbereich sieht ja richtig top aus, also hochprofessionell, muss man sagen. Ja, wir sind natürlich heilfroh, dass wir hatten ja jahrelang keine eigene Heimstatt. Das ist aber jetzt, hat 5-6 Jahre gedauert, dass wir gemeinsam in Kanuten mit dem PLC Potsdam und mit der DLRG hier eingezogen sind. Tolles Objekt, wunderbar, müssen wir aufpassen, dass es uns nicht zu sehr gefällt, denn ich sage immer, früher, die Leistungen der Sportler waren am besten, die mit einer rostigen Handelsstange gearbeitet haben, desto schöner das wird, desto mehr Hightech drin ist, desto sehr kann man sich an die Dinge gewöhnen, aber wir sind sehr, sehr zufrieden. Ja, jetzt gucken wir mal auf die Mannschaft. Genoveva Anonma, Toni Göransson und Jenny Kramer haben verlängert bis 2015 und sie stehen aber auch vor der Neuverpflichtung und zwar von drei Norwegerinnen. Wir haben natürlich angekündigt, dass wir noch Veränderungen haben werden, weil wir zwei unserer Ausländer wahrscheinlich Lara der Dinge nicht mehr im ersten haben, aus verschiedenen Gründen, verletzungstechnisch, andere Sachen. Dass wir uns umgeguckt haben in Europa und da geht es ja darum, dass Leute, die zu uns passen, auch hier gerne nach Potsdam kommen. Wir werden nach Lage der Dinge drei Norwegerinnen verpflichten, zwei junge, eine 17, 18-Jährige, eine 23-Jährige fürs Mittelfeld bzw. in der Abwehr und noch eine Stürmerin. Ich denke, die waren hier, die haben Probetraining mitgemacht, dass wir auch für die Zukunft dort Spielerinnen haben werden, die uns doch helfen können in entscheidenden Situationen. Wir müssen immer davon ausgehen, wir haben noch allerhand Verletzte, vier verletzte Spielerinnen, die nicht so schnell wieder zurückkommen werden. Und wir müssen gucken, dass wir trotzdem unsere Zielstellung, die wir immer noch voll im Auge haben, realisieren können. Genau, die Zielstellung ist ja, das Double national ist ja noch drin, ne? Meisterschaft und Pokal. Ja, wir wollten alles holen, aber jetzt bleibt natürlich noch genug, also DFB-Pokal-Meisterschaft und noch durch die Situation, die uns jetzt Wolfsburg bereitet hat, sind wir natürlich ganz eng dran wieder an der Spitze. Und ich hoffe, dass wir mit einer ordentlichen Vorbereitung dann die Rückserie ordentlich gestalten können. Wenn Sie jetzt auf die Rückrunde blicken, die ja so gut wie beendet ist, es gibt ja nur noch das Spiel gegen den FC Sand, eventuell am Wochenende. Da hat bis auf die Champions League ja dann doch trotz Verletzung alles halbwegs noch geklappt. Oder wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, es tut uns natürlich weh, dass wir aus der Champions League ausgeschieden sind. Das hat ja seine Gründe, unter anderem dadurch, dass wir doch einige Ausfälle hatten und dass unsere Topstürmerin Anonma nicht zur Verfügung gestanden hat. Das ist zwar hypothetisch, was ich sage, aber ich glaube, wenn man bedenkt, was wir für Leidensfähigkeit aufweisen mussten in diesem Jahr durch die vielen Veränderungen, Verletzungen und Ausfälle, denke ich schon, dass das uns sehr wehtut, dass wir aus der Champions League ausgeschieden sind. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, über Pokal und Meisterschaft noch voranzukommen. So gesehen, durch diese vielen Ausfälle, die werden ja teilweise 9, 10 Ausfälle, und es waren nicht die schlechtesten Spielerinnen, muss man eigentlich sehr zufrieden sein. Denn wenn man den Blick zur Tabelle, ein Punkt Rückstand, das ist schon eine günstige Ausgangsposition. Tabellenzweiter, damit lässt sich sicherlich leben. Es wird in der Rückrunde, kann man sicherlich sagen, zwei Highlights geben. Einmal das Rückspiel in Frankfurt nach den Vorkommnissen, die es hier gab. Und dann das Heimspiel zu Hause gegen Wolfsburg, was wahrscheinlich die Meisterschaft entscheiden wird, oder? Ja, wir haben natürlich noch schwere andere Spiele. Wir müssen noch Freiburg, wir müssen noch Bad Neuenahr, wir müssen noch München. Aber ich denke schon, dass die beiden Spiele sehr wichtig sind. Und wir haben ja noch was gut zu machen. Das sind ja die beiden einzigen Niederlagen, die wir bekommen haben, aus verschiedenen Gründen, sicherlich unglücklich, aber auch schicksalshaft, sage ich mal, war das Spiel gegen Frankfurt. Und diese Niederlage in Wolfsburg, wo ich heute noch nicht begreifen kann, dass wir bis zur 82. Minute 1-0 führen und dann noch 2-1 verlieren. Also wir müssen gerüstet sein, deshalb auch praktisch die Veränderung in der Mannschaft nochmal und wir sind guter Dinge.
Jetzt haben wir aber noch ein Spiel in dieser Hinrunde vor Weihnachten, nämlich das Pokalspiel beim FC Sand. Wenn es denn stattfindet, sicherlich auf Schnee. Sind die Turbinen dafür auch gerüstet? Also erstmal hoffen wir, dass das Spiel überhaupt stattfindet. Wir sind guter Dinge, weil wir können uns jetzt nicht erlauben, nochmal ein Spiel ausfallen zu lassen, weil dann, sag ich mal, die Nachholtermine für die Rückrunde problematisch werden für uns, unter anderem, weil wir ein großes Hallenturnier spielen Anfang Februar in der MBS-Arena. Wir sind vorbereitet auf Schnee. Wir haben die ganzen 10 Tage auf Schnee trainiert. Das ist nicht so einfach für viele. Wir haben ja auch gerade mit Anomna eine Spielerin, die heißen Sand von Afrika gewohnt ist. Und für die, das ist Schwierigkeit auf Schnee. Aber ich staune, wie sie sich im Verhältnis zum letzten Jahr da entwickelt hat. Ja, wir wollen unbedingt spielen. Wir haben auch im Moment wieder die Mannschaft so weit zusammen, dass wir, sag ich mal, die Möglichkeit haben, dort auch weiterzukommen. Wir müssen weiterkommen, wir wollen weiterkommen. Aber wir müssen erstmal spielen. Alles klar, vielen Dank, Herr Schröder.